Willkommen zurück, Leute, zu NES Remix. Ja, wir haben so einiges schon gemacht bis jetzt. Und ich würde sagen, komm, wir machen mit den Remixen weiter, denn ja, ich starte eigentlich immer gerne den Part mit Remixen, habe ich so das Gefühl. Besiege alle Gegner. Ist das hier ein wenig basierend auf dem Kirschen-Item? So, das war doch jetzt echt schlau gemacht, oder? Da könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt. Das war saumäßig schlau. Und das Spiel ist der gleichen Meinung wie ich. Ja, schön. Hey, warum nicht gleich so? Also, was heißt, warum nicht gleich so? Es lief ja gleich so. First try. Ja, da war nämlich der Trick. Das habe ich doch sofort gesehen. Wenn ich da nämlich sofort gesprungen wäre, wäre der zweite Mario wieder ans Pau gekommen und die Dinger wären wieder aufgestanden. Und das wollen wir natürlich nicht. Erreiche den Zielfall. Oh, große Kugelwillis. Okay, cool. Ich wollte gerade fragen, was ist denn die Schwierigkeit hier? Ich verstehe es nicht. Doch, ich verstehe es. Die Schwierigkeit ist durchaus gegeben. Wow, okay. An der Stelle bitte unten lang gehen. Ja, wir werden das jetzt so langsam austesten. Ich meine, das erste Remix-Level lief ja jetzt... Okay, sie kommen random. Nichts mit austesten. Sie kommen random. Ja, wie schön ist das denn? Das freut uns. Okay. So, ich hoffe, ich lösche diesmal nicht wieder meinen Kommentar. So, jetzt kommt er wieder so. Jetzt ist er wieder oben, ne? Ja, hier ist ein Pilz drin, das war mir klar. Das ist halt nur die Frage... Wow. Es lohnt sich doch bestimmt, diesen Pilz zu benutzen. Wir brauchen viel zu lange, oder? Klar, brauchen viel zu fucking lange. Nein! Ach komm schon, das wusste ich nicht. Das hätte ich ja... Wie sollte ich das denn... Okay. Was lernen wir daraus? Ein Pilz bringt uns mal rein gar nichts. Schade. Aber das war schön schnell. Das kann man nicht anders sagen. Das war sehr schön schnell. Reißen wir uns am Riemen. Das wird schon klappen. Ja, kein Thema. Na gut, ne? Das ist halt... Ich weiß nicht, ist ein bisschen glücksabhängig, habe ich das Gefühl. Ja. Je nachdem, wo die Kugelwillis kommen, kannst du da ja eigentlich relativ schnell durch. Und ansonsten, ja. Boah, ich wollte gerade sagen, die Stelle ist... Wah, richtig... Scheiße! Richtig fieser Shit. Irgendwie habe ich gedacht, der Kugelwilli kommt unten, aber das würde gar keinen Sinn machen, weil da unten kann ich ja gar nicht lang, also warum... Sollte Nintendo den Kugelwilli da unten lang schicken. Wobei, das tun sie manchmal auch... Ah, man weiß es nicht. You don't know. Wow, Luck. Luck, Luck, Luck. Ich weiß auch nicht, welche Zeit die an dieser Stelle voraussetzen. Ne? Das ist halt auch wieder... Ja, was hätte ich tun sollen. Du weißt halt echt nichts, ne? Im Endeffekt weißt du ja vorher nichts. Es wäre ganz geil, also ich würde es tatsächlich ganz gut finden, wenn sie es so gemacht... Ja, keine Ahnung. Das ist Glück. Der Anfang ist wirklich Glück. Ich hätte es ganz gut gefunden, wenn sie es so gemacht hätten, dass man sieht, okay, du musst es hier in 25 Sekunden schaffen und dass man dann auch wirklich in jedem Level diese Zeitangabe sieht. Das wäre doch ganz fair. Nein, ich wollte gerade sagen, nicht schon wieder. So, wir sind auf jeden Fall durch. Jetzt haben wir es schon mal durchgeschafft. Also, das ist ja immer so die erste Hürde. Unter 25, das sieht doch sehr gut aus. Guckt mal. Und wir sind fast durch mit Remix 1, ne? Tatsächlich, also das ist nicht mehr viel. Neuer Stempel. Wunderbar. Hier wieder so ein bisschen Mischmasch. Okay. Ja, das ist der letzte von Remix 1. Den machen wir jetzt logischerweise. Was heißt logischerweise? Noch nicht. Wollo Forever von Markus. Danke dafür. Donkey Kong Jr. Nächstes. Ja, ich hoffe immer noch, dass ich mal so ein Wollo-Ding in einem anderen LP sehe. Bitte. Lass es passieren. Ich wollte gerade fragen, was muss ich überhaupt machen? Ich hatte gerade... Nein! Das war ein dummer Sprung. Ich wollte gucken, ob er an die andere Liane kommt. Aber... Der Gute ist ein bisschen zu früh losgehüpft, möchte ich mal sagen. Kommt er. Okay, hier müssen wir runter, oder? Würde ich schon so sagen. Komm jetzt bloß nicht auf die Idee, runterzukommen. Dankeschön.
Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, oh, perfekt. Der Blaue hätte uns noch richtig gefährlich werden können, möchte ich mal sagen. Aber so haben wir dieses Donkey Kong Jr. Level gut abgeschlossen. Wunderbar. Das wird für 3 Sterne reichen. Klar. Ist ja auch nur das normale Spiel. Da ist ja eigentlich immer relativ unproblematisch. So. Komm, machen wir das nächste Donkey Kong Jr. Level. Das muss man so ein bisschen hier vielleicht doch mal... Ne. Oh, das ist ja scheiße. Ah, schon verkackt. Hab ich schon verkackt. Ah, nee, nicht unbedingt, nicht zwingend, aber eigentlich schon. Klar, man könnte... Boah, das kannst du doch überhaupt nicht planen. Das kannst du doch überhaupt nicht planen. Ist das eigentlich das letzte Donkey Kong Jr. Level? Bin ich mir jetzt gerade... Ja, wie willst du das denn vernünftig... schwierig. Und es ist das vorletzte. Ich glaube, hiermit werde ich so meine Schwierigkeiten haben, wobei, wenn man das ein bisschen cremiger angeht und nicht gleich direkt drauf losholzt. Hat man vielleicht doch... Nein! Ach komm, das passte. Ja, das wird ein Level, an dem wir ein bisschen länger hängen. Das sehe ich schon. Das sehe ich so. Das sehe ich doch so schon. So, nimm das. Ich kann das echt... relativ schwierig abschätzen. Ich glaube, ich bleibe hier sogar noch kurz kleben. Damit ich damit gleich gar nichts zu tun habe... Ich wollte gerade sagen, das reicht sogar, das reicht sogar. Wunderbar. Ah, das war Glück. Das war Glück, es war eng, aber glücklich. Danke. Okay, doch nicht so. Und Rainbow, logisch. Na, Logan. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt, ne? Na, Logan. Eine Zeit lang hatte ich das ja ganz schlimm mit dem Na, Logan. Hab zu Weihnachten erst eine Wii U bekommen und eine Wii Party U Paket mit einem extra Controller. Ja, Chantal, das ist... Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle dafür. So ein fein Ding. Rette Donkey Kong. Okay, jetzt müssen wir das Spiel, glaube ich, einmal kurz schaffen. Irgendwie sagt mir... Irgendwas sagt mir, das ist, glaube ich, nicht so schwer, oder? Keine Ahnung. Also das fand ich eigentlich, wo wir das mal so testweise... Gut, was heißt testweise gezockt haben? Also wir haben es ja schon mal gespielt. Da fand ich das relativ einfach. So, ja... Ne, weil ich den... Oh, das geht sogar mit einem Ding schneller. Also runter. Jetzt haben wir es doch schon. Also jetzt kann er uns doch gar nichts mehr. Ja. Das ist ja wohl total easy. Wenn du das mal jetzt mit dem Donkey Kong... Mit dem richtigen Donkey Kong Spiel vergleichst... total einfach. Gut. Nee, ich beschwer mich nicht. Nein! Was? Wie schnell sollst du das denn... Das war doch sauschnell. Nee. Ey, komm, das war doch echt schnell. Noch schneller? Can you beat my time? 23,6. Das ist ja... Wie schnell ist das denn? Okay. Was habe ich denn... Was mache ich denn falsch? So, Speed. Speedrun, Speedrun, Speedrun. So, und runter. Okay, das geht viel schneller so. Das geht viel schneller so. Das war mir nicht bewusst. Das war mir nicht bewusst. Das war mir nicht bewusst. Ich gebe es zu. Flupp. Oh, scheiße, scheiße. Nein, genau. Oh, die Hand, Mann. Wollo, du Napp. Der hat doch die Hand da an dem dran. Stell dir mal vor, deine Hand berührt einen Gegner von hinten. Bist du auf der Stelle tot. Das ist doch logisch. Das ist doch jedes Kind. Zack, 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 zack. Schneller, schneller, schneller. Wir müssen die Time von ihm bieten. Weil wir übers Gitter sind. Hoch, 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 hoch. Ja. Zack, 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 zack. Und runter, 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 runter. Oh Gott, oh Gott. Speed, 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 Speed. Und wie schnell war das? War das schneller als gerade? Bestimmt. Also schneller war's. Aber ob das für Shiny sogar reichen würde? Bezweifle ich. 23,6 hatte der eine. 29,3. Wow. Okay, es reicht für 3. Ist mir egal. 23. Also 6 Sekunden schneller als das. 6 Sekunden schneller. Wie zur Hölle. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. 3 Sterne, was ein Witz. Ja, weil du Glück hattest, ne? Kann auch halt gut passieren, dass man das im ersten Versuch schafft. So, machen wir den letzten Remix mal eben. Mal eben. Ich hoffe, mal eben, dass es auch wirklich mal eben wird. Also, beide Blasen platzen. Das wird ja... Habe ich geschafft, ja? Okay. Sammle alle Münzen ein. Boah, Leute.
Und die letzte. Wunderbar. Okay, das war gut. Wir 5 Rivalen von ihren Maschinen. Haben wir doch noch nie gemacht. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Weil wenn man einfach anhält, ne, dann fahren die dagegen. Und so ein Crap hier. Und zack. Was soll denn das hier mit dem Sonar? Nein. Nein, 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 nein. Oh, wir haben noch 30 Sekunden, aber wir müssen, glaube ich, alle Sachen schaffen in der Zeit, oder? Das waren noch 5. Ah, oh, nee, wir haben immer noch 30 Sekunden. Lauf, Mario, sammle 20 Münzen. Scheiße. Scheiße. Aber wir haben 6 Leben. Oh, 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 oh. Mir ahnt, ich schwane, mir schwant, mir schwant. Ach, und er läuft automatisch. Oh, auch das noch. Ja, und die Münzen da am Anfang habe ich jetzt natürlich verpasst. Ja, bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das schaffen kann mit dem Sprung an der Stelle, wenn ich hier so ein bisschen rumhüppel. Immerhin eine. Oh, ich konzentriere mich zu sehr auf die Cheeps. Das wird schwierig. Okay, das Finale des Remixes wird richtig schwierig. 3 Münzen. Na gut, immerhin. 7 Münzen. Alle hier. 11. Okay. Das wird schwer, das wird schwer. Oh, die fucking Stelle. Wie ging das? Nochmal. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn ich da eher springe. Also noch ein bisschen früher, dass ich da dann sogar alles einsammeln könnte. Nein, 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 so geht's nicht. Das muss ein ganz winziger Sprung sein und bitte. Oh, das schaffe ich doch eh jetzt nicht. Das schaffe ich doch nicht, war doch klar. Krass, 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 krass. Hier zum Ende nochmal richtig alles geben, wa? Boah. Ja, das bringt mir nichts. Wir müssen restarten, sonst kriege ich ja nur einen Stern. Ja, mal eben den letzten Remix, habe ich so gedacht. Denke ich mir gerade ein bisschen scheiße. Ach so. Ach, da kommen auch noch andere Blasen. Ich würde sogar so weit gehen, dass es... nee, ist nicht leichter, da lang zu gehen. Okay, okay, ne, das restarte ich. Ich mach doch jetzt nicht mit 3 Leben gleich weiter. Ah, vor allem, weil ich hier gar keine Leben verlieren möchte, im besten Falle. Danke, das ging gut, das ging gut. Oh, und die andere Blase noch, wunderbar. Das war okay. Sammeln wir alle Münzen ein, ja. Das... Scheiße! Kann sein, das ist nicht so das Ding. Das hier ist eher ein Problem. Komm, 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 ein bisschen schneller. Erster umgehauen. So, so, so. Zweiter. Nein, nein. Oh, Mann, ich spiele das auch wie Napp. So, komm, hier, zack, zack, zack. Ist gar nicht, ist auch gar nicht so einfach, ne? Möchte ich mal so betont haben. Es ist halt ein bisschen schwierig, die zu erwischen. Es geht halt, glaube ich, also ich glaube es wirklich, dass es nur am Vorderrad geht. So, wirf ihn mal um, danke. Ihn jetzt und ihn. So, tschüss. Der zählte nicht, aber der, gut. Ey, in den letzten Sekunden. Nachher passt es zeitlich nicht. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon kommen. Das wird ein Spaß, oh ja. Schlimmer ist, ich kann ja das hier immer noch nicht richtig. Okay, kleiner Sprung. Läuft. 19 Münzen. 20. 20 sollten wir sammeln, okay. Springe über 3 Fässer. Das sollte ja wohl machbar sein. 2. 3. Okay, gut. Letztes Ding. Besiege Bowser als unbesiegbarer Luigi und fall da nicht runter. Okay. Luigi ist der Gott des Sprunges, der Gott des Sprunges, der Gott des Sprunges, der Gott des Sprunges. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Haben wir. Oh, das sind niemals 3 Sterne. Oder? Danke, 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 danke. Boah, wenn nicht, das wäre halt die Sache gewesen. Das willst du ja nicht mehrfach spielen. Oh, Link, der einen großen Stein hochhebt oder so. Weiß ich nicht. Ja, das willst du ja echt nicht mehrfach spielen. So, das haben wir auch. Hier wollen wir gar nicht weitermachen. Das hier weiß ich auch nicht, ob wir das wollen. Das sind alles so Sachen, die will man nicht, ne? Hier haben wir noch eins mit 2 Sternen. Das machen wir mal eben kurz nach, weil jetzt weiß ich ja, wie es geht. Und
benutze den Turbo, um mit Schwung ins Ziel zu fahren. Wir müssen halt über diese Turbofelder fahren. Über diese hier. Dann sollte das eigentlich hinhauen. Und zwar locker. Müsste, ne? Also ich wüsste nicht, wie es sonst gehen soll. So, komm. Top-Zeit, oder? Schneller geht es nicht. Schneller geht es fucking nochmal nicht. Da sind sie. Und shiny. Ja, weil ich halt auch begriffen habe, wie das Spiel funktioniert, ne? Dankeschön, dankeschön. Neuer Rekord, plus 1. Wow. Hat sich richtig gelohnt. Level 5 von Excite Bike. Machen wir mal schnell. Fahre eine ganze Runde auf Strecke 1. Soll wohl hinhauen. Würde wahrscheinlich nur schnell sein. Also es macht schon, ich finde schon, dass Excite Bike ein bisschen Spaß macht. Muss ich einfach mal so gestehen. Ich habe es nämlich echt, also ich habe es damals überhaupt nicht verstanden, das Spiel. Aber das lag auch, glaube ich, so ziemlich daran, dass ich das mit dem, mit den Turbofeldern nicht begriffen habe. So wie ich es hier am Anfang halt auch nicht begriffen habe. Ich hoffe mal, das reicht zeitlich. Ja, wenn du das mit den Turbofeldern, die abkühlen, nicht begreifst, dann ja, dann macht es auch wenig Spaß tatsächlich. Remix Level 18 da auf einem Zweierbereich, sehr schön. Golf-Level, Ice-Climber-Level und ein Pinball-Level. Das sind ja alles nur Spiele, die man echt will. Da ist man ja richtig, richtig scharf drauf. Balloon Fight Level 6 von 13. Ja, machen wir mal ein bisschen. Haue einen Gegner bewusstlos, bevor er wegfliegt. So. Machen wir sogar zwei. Zwei erledigt. Haue zwei Gegner bewusstlos, bevor sie wegfliegen. Auch kein Ding. So, und jetzt? Jetzt gibt es den richtigen. Haue zwei Gegner bewusstlos, bevor sie wegfliegen. Das sollte eigentlich auch kein Thema sein, weil. Wow, 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 okay. Das geht, weil der stößt sich an allen Ecken ganz komisch ab. Deswegen, ich dachte gerade, das wäre, dass wir schnurstracks runter könnten, aber hey, das hat mich ein wenig erschrocken. Ja, ich gebe es zu. Du hast genug Bits für einen Rubinstempel. Nice, 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 nice. 7 von 13. Ja, komm, machen wir auch noch, weil das sind ein paar Level mehr. Lass 10 Ballons platzen, ohne einen zu verpassen. Mhm. Oh Gott, noch krasser. Ey, das ist aber ein bisschen übertrieben, Leute. Das ist ein bisschen. Boah, was zur Hölle? Okay, wenn man's weiß, kann man ein bisschen besseren Start natürlich machen, ne? 6, 7. Nein, nein, oh, das wär's doch schon gewesen. Ach ja, ich kann ja auch durch den Rand. Ah, dumm. Dumm, 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 dumm. Ja, das habe ich überhaupt nicht bedacht. Das habe ich überhaupt nicht bedacht. Dass ich kann ja auch hier so durch. Klar. Klar, klar, klar. Das macht es um einiges leichter. Alles klar. Ja, das hatte ich komplett. Das hatte ich verdrängt. Gebe ich zu. Shiny. Ja. Ist halt auch wieder so eine Sache. Kennt ihr das System? Clu-Clu-Land freigespielt. Wow. Kennen wir nicht. Sagt mir gar nichts, Clu-Clu-Land. Ja, und ich bin jetzt dazu übergegangen, die NES-Remix-Parts ein bisschen länger zu machen, weil ihr seht ja, das ist so viel. Es ist so viel, dass man einfach auch, man weiß gar nicht, wo man das, wie man das machen soll. So, Eisclimber, das nächste Level. Machen einfach mal immer alles durch. Erklimme die vierte Ebene. Ja, komm. Hups. Hup. Nein, nein, nein. Nein. Und drauf. Gut. 1 von 3. Erklimme die vierte Ebene. Oh, das wird schwieriger. Komm, sei nicht so dumm, Wollo. Sei nicht so dumm. Okay, okay. Oh. Ja, ich finde die Steuerung immer noch ein bisschen. Bisschen schwierig. Der springt komisch. Ich kenne keinen Charakter, der so springt. Aber echt nicht. Wirklich keinen. Da würde mir jetzt echt. Kein einziger Char so einfallen. Ja, achso, das ist die vierte Ebene gewesen. Okay. Boah, das ist schlimm. Das ist ja schlimm. Das ist ja mal schlimm. So. Und hoch. Vierte Ebene. Komm,
und... Oh, da... Oh Gott. So ein komischer Sprung. Er springt zwar sehr hoch, aber dafür auch nur 2 mm nach links oder rechts. Das ist so die Schwierigkeit daran. Wer ist das? Das ist der Weihnachtsmann. Sieht beinahe so aus. Keine Ahnung. So, da haben wir 5. Was stand da? Was für eine Zeit brauche ich hier für Regenbogensterne? 21, nicht schnell genug. Unter 20 Sekunden, OMG. Puh, und mit 33 Sekunden kriegst du sogar noch das hier. Okay. Wrecking Crew Level 4. Gehen wir auch mal an. Zerstöre alle Wände mit Dynamit. Geh hoch. Das ist für mich immer noch eine Bombe. Oh nein. Ach so, ja genau, ich kann ja hier so... Ich kann die ja austricksen, ne? Das geht ja noch. Problem ist, wir fallen gleich... Ja, wir fallen runter, aber das ist egal. Das ist egal. Richtig. Weil die Dinger gehen ja trotzdem kaputt. Zerstöre alle Wände mit Dynamit. Okay. Ist ja nur der... Die eine, oder? Ja. Okay, ich habe die Dinger, wo ich hochgeklettert bin, habe ich nicht mal als Wand angesehen. Muss ich zugeben. So, lass uns mal hier runterfallen. Sonst besiegen uns die Gegner hier. Ah, ich dachte, ich kann die Gegner vielleicht töten mit der Bombe. Das wäre doch durchaus denkbar. Na gut, dann lass dich halt hier runterfallen. Das ist dann im Endeffekt... Oh, fuck. Ja, die Gegner sind echt scheiße. Ja. Der dritte ist nicht so einfach. Das dritte ist nicht so einfach. Vielleicht muss ich die echt besiegen hier mit dem... Ja, toll. Ganz toll. Ganz toll. Das Feuerding, das war super. Das war echt super. Weiter so, weiter so. Ach, fuck. Ich vergesse es immer wieder. Ich vergesse es immer wieder, dass es hier, dass man neu starten muss. Dup, dup, dup. Also, wenn ich das mal so sagen darf, Wrecking Crew finde ich absolut scheiße. Boah, finde ich das scheiße. Das ist mal richtig scheiße, oder? Das ist ja voll lang... Ich finde das langweilig. Ja, tut mir leid. Also an alle Wrecking Crew Fanboys da draußen, ich finde es langweilig. Es ist so gar nicht mein Spiel. Findet das jemand gut? Also spannend? Würdet ihr jetzt sagen, geiles Spiel, würde ich gerne... Hätte ich mal zu dem Jahr des Erscheinungstermines schon gelebt und wäre Zocker gewesen. Boah, ich hätte es so krass gesuchtet. Hm, wahrscheinlich. Komm, 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 komm. Geht ihr kaputt? Nein, geht ihr nicht. Jetzt haben wir sie aber. Jetzt haben wir sie ausgetrickst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, und... Nein, da oben muss ich ja nochmal hin. Nee, muss ich nicht. Okay, hätte ich jetzt beinahe als Wand angesehen. Hätte ich den abgekauft, ja, absolut. So, wir haben es gepackt. Who cares, ist egal. Wir haben ein Wrecking Crew Level geschafft. Das reicht mir auch vollkommen. Super Mario Bros. Level 14. Sammle alle Münzen, bevor die Zeit abläuft. Das sollte machbar sein. Es gibt einen Trick übrigens. Wenn ihr schneller... Oder ist das nur bei Mario World? Ich glaube, das ist bei Mario World nur. Wenn ihr schneller runterschwimmen wollt, müsst ihr den A-Knopf gedrückt halten. Ich glaube, das ist nur... Wow, das war eng. Ich glaube, das ist nur bei Super Mario World, nicht bei diesem. Da erzähle ich ja Blödsinn. Das ist halt eine Sache, die wissen viele nicht. Das weiß ich auch nur aus einem Speedrun, wie immer. Da wurde das halt erzählt, ja. War mir so halt auch nicht bewusst. Und ich dachte, ich gib's mal weiter. Gilt aber für Mario World. Dementsprechend ist es Wissen, dass sie hier an dieser Stelle nicht braucht. Okay, da man hier so viele Level hat, machen wir hier mal 2 gleich direkt. Betritt eine Röhre. Lass mich raten, die ist es nicht. Genau, haben wir gedacht. Die ist doch auch... Fuck. Ich weiß nicht, welche die richtige Röhre ist. Das muss dann diese hier sein, oder? Nein. Ist es die? Auch nicht. Die ist es. Na dann. Betritt eine Röhre. Gott sei Dank, ich sehe mich nicht. Welche Röhre muss man denn hier betreten? Welches Level ist denn das? World 8-4. Ach so. Krass. Von 8-4 habe ich so gar keine Ahnung. Was ist immer noch Welt 8-4? Die übertreiben hier total.
Wow. I hated it, I hated it, I hated it. Ich habe dieses Level habe ich so als Kiddie so krass gehasst. Das gibt es nicht. Ich habe es nie gepackt, aber das habe ich euch schon mal erzählt. Aber wirklich, das war... Ach, der pure Hass. Der pure Hass. Noch ein Stempel, ein Rubin, andersrum. Kann man die Stempel nicht drehen? So, dann noch ein bisschen Zelda-Action hier. 8 von 17. Was haben wir da Feines? Besiege Dodongo. Der ist leicht, glaube ich. So, das war Dodongo. Das war das ganze Level schon. Ja, guck mal, gib dich mal Shiny dafür, weil es einfach so einfach ist, ne? 6 Sekunden. Ist zu langsam. An der Stelle. Schön, Wrecking Crew. Wow, das sieht krass aus bei Zelda. Richtig übel. Ja, komm, das war jetzt so kurz. Machen wir noch ein Zelda-Level. Besiege alle Gegner ohne Schaden zu nehmen, jo. Ach so, krass. Ja gut, Bomben habe ich auch. Dann geht's ja noch. Dann geht es ja noch. Wow, die übertreiben hier ein bisschen. Die übertreiben. Uah, Lack. Achso, habe ich. Ich wollte gerade sagen, habe ich keine Bomben mehr? Nur noch Bomben. Kommt her. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Allein schon von der. Bams. Tschüss, Mann. So. Und das dreimal. Ja, das wird ja eher gehen. So, hier. Machen wir so. Ja, eigentlich ganz leicht gehen und tschüss, Mann. Ganz einfach. Finde den echten Gegner und besiege ihn. Kann ich auch das Item wechseln? Das wäre lustig gewesen, ne? Aber hier darf ich ruhig Schaden nehmen, wa? Und das war der echte Gegner. Ja, okay. Nimmst du halt Schaden, stocherst da ein bisschen drin rum, ne? Passt schon. Warum nicht? Und alles, wenn es so sein soll, dann soll es halt so sein. So, was haben wir da? 10 von 17. Ja, ich bin gerade im Zelda-Rausch. Ist noch was mit Dodongo. Hol dir das zweite Triforce-Fragment. Okay. Ach so, okay, 6 Aufgaben. Ich dachte schon. Das wäre ja ein bisschen sehr einfach. Das ist ja gut. Nimm das weiße Schwert an dich. Das gibt's da hinten. Oder wie sehe ich das? Wahrscheinlich. Ich kenne das weiße Schwert nicht. Master using it and you can have this. Okay. Ja, das weiße Schwert. So weit habe ich dieses Spiel nie gespielt. Finde das Floß. Normalerweise ist sowas immer unten. Items, yo. Dinge, die ich weiß, ne? Ich, wie gesagt, Zelda. Ich habe ja schon mal Zelda-EP und so gesehen. Ist ja gar keine Frage. Hol dir das dritte Triforce-Fragment. So, hier weiß ich jetzt nicht unbedingt, wie man dich besiegt, aber das wird wohl auch so gehen im Zweifelsfall. Die Bomben sind halt ein bisschen, schon ein bisschen OP. Ja. Und ich möchte es nicht sagen, aber guckt euch da bitte das Symbol des Sonnengottes an. Als Karte. Ja, ja. Ich glaube, so rum ist das Symbol von irgendeinem Sonnengott oder so. Ich meine, da weiß ich nicht. Glaub schon. Wir tritt in Dungeon. Hier müssen wir... Ja. Genau, da brauchte man halt das Floß, um dahin zu kommen. Ganz spektakulär. Hol dir das vierte Triforce-Fragment. Oh, fuck. Ja, steuerungstechnisch ist ein Traum. Ist wirklich gelungen. Ja, okay. Mit so viel Energie geht's aber. Locker. So, das vierte Triforce. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber es waren ja auch irre viele Aufgaben. Und seht mal, jetzt sieht die Karte aus wie so ein kleiner Drache. Also, das könnte man als Drachen ansehen. Wenn man möchte. 1:12 hat das gedauert. Wow. Kam mir gar nicht mal so lange vor. Aber hey, wenn es so ist, ein weiterer Stempel, auch aus Eisclimb, was würde ich jetzt behaupten. So. Alle gerade, haben wir irgendwas nicht gemacht? Ja, das haben wir nicht gemacht. Pinball haben wir nicht gemacht. Ja, komm, machen wir noch ein Pinball-Level eben.
Fange Pauline auf und trage sie zum Ausgang. Achso. Okay, ich dachte, ich soll hier die Aufgabe machen. Schalte alle Ziffern auf dieselbe Farbe. Das schaffe ich doch nie. Ja, das ist ja Lack. Das ist doch schon wieder... Ich bitte euch. Ich bitte euch. Das ist so. Ach so, waren kurzfristig auf alle auf derselben Farbe? Ja? Habe ich nicht mal mitbekommen. ja. Aber gut, wenn die das sagen, dann war das auf jeden Fall so und ich nehme das selbstverständlich hin. Ist für mich okay. So, Leute, dann machen wir jetzt noch. Wir haben nämlich auch noch nicht Level 2 von Golf eben noch. Und dann habt ihr das überstanden. Wechsel mit Wupp zum PW-Schläger und schlage den Ball aufs Grün. PW. PT, SW, PW. Ups. Das war immer gar nichts. Mist. Ja. Ich hab voll den Durchblick. So, PW. Zack, zack. War doch gut. Der war gut. Der ist auf dem Grün. Erzähl mir nichts. Okay. SW-Schläger. SW, SW, SW. Da, SW. Zack, zack. Lass es mir durchgehen. Lass es mir einfach durchgehen. Wie auch immer. Erreiche das Grün mit nur einem Schlag. Ja, wird wohl. Wird wohl so gehen, ne? Das war daneben. Achso, ist zu stark. Okay. Ja, gut, 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 gut. Ich hab den Durchblick. Ich hab den Durchblick. Und da ist es grün. Ist es grün. Who cares? Ich hab's. Ja, da muss man ja halt einmal einen Fehlversuch haben, damit man überhaupt sieht, wie das System hier ist, ne? Wie stark so der Schläger ist und so. Weiß ich doch nicht. Woher soll ich das denn wissen? Aus dem Nichts. Klar. Easy. Easy, easy. Hier haben wir auch ein Level gemacht, oder? Haben wir? Denk schon. Remix 2 haben wir noch gar nichts gemacht, aber das ist auch nicht so wild, weil damit beginnen wir dann im nächsten Part. Remix 1 haben wir alles, ne? Ja, haben wir. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit ChuChuLand. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, bis dann und ciao.